Ich bin jetzt hier mit den Jungs von Eskimo Callboy, mit dem Kevin und dem Sushi. Jungs, was geht? Was machen wir heute? Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil bei der Hitze bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt was machen will. Weil wir sind hier heute Morgen angekommen, da war schon so gefühlte 35 Grad. Das war um 11 und dann dachte ich mir so, wie soll der Tag noch enden? Normalerweise trinken wir auch ganz gerne mal, aber das haben wir heute mal aufs Abstellgleis gestellt. Deswegen trinken wir nur noch das Wasser hier und den Saft. Deswegen, also bis jetzt geht es noch ganz gut eigentlich. Wie seid ihr darauf gekommen, mit Sido einen Song zu machen? Weil man läuft sich ja jetzt in zwei verschiedenen Szenen nicht einfach so über den Weg, oder doch? Er brauchte Geld und wir brauchten Feature. Also das ist ganz einfach, ne? Ja, das war ganz klassisch. Wir haben fürs alte Album haben schon überlegt, ob wir da nicht mal irgendwann ein Rap-Feature beinehmen. So. Also das hatten wir schon lange im Kopf so. Und eigentlich wollten wir halt so einen richtigen Eskimo-Song machen. Also so was Derbes. Und das fand der jetzt nicht so? Nee, das war ja dann, wir wollten eigentlich Kollega haben oder sowas. Oder Farid Bang. Wäre ja geil gewesen. Farid Bang wäre geil gewesen. Aber dann, wir haben das Label fürs letzte Album gewechselt und dann haben die uns Sido vorgeschlagen. Und dann haben wir gedacht, ja komm, machen wir mal, ne? Du bist ja Kontaktlinsenträger, also so, sowohl normale mit Stärke als auch jetzt Fun-Linsen. Ist das irgendwie auf der Bühne, wenn die, ich stelle mir das vor, wenn die Luft dann trocken ist und dann hast du das heiße Licht und dann hast du den Qualm und den Nebel, stört das irgendwie? Also ich sag mal, ich habe ja diese dicken Sclera-Linsen und da gewöhnst du dich irgendwann dran. Also ich kriege die mittlerweile auch blind so reingeschmissen, aber so nach 3-4 Stunden, wenn du die dann drin hast, merkst du schon, dass das jetzt nicht das Angenehmste ist. Aber das geht alles irgendwie. Aber das Problem ist, der Sushi trägt die ja nicht aus ästhetischen Gründen, sondern wenn du dir mal den Rest der Band angeguckt hast, der Sushi trägt die einfach nur, um nichts mehr sehen zu müssen. Mhm. Weil wenn du die ganze Zeit diese Hackfressen auf der Bühne sehen würdest, dann würde... Schränken die wirklich die Sicht ein, jetzt mal ernsthaft? Nee, die schränken nicht die Sicht ein, aber es ist halt total unangenehm, weil du die halt hinter den Augapfel schieben musst und dann ist das ein bisschen, muss man üben. Wenn du den Augapfel schiebst, dann sieht man die doch gar nicht mehr. Wo wir gerade beim Thema Kontaktlinsen sind, ich habe euch nämlich Geschenke mitgebracht. Das sind jetzt keine Sclera-Linsen, das sind ganz normale Motivlinsen, die findet ihr auch bei uns im Shop. So ein paar geile, wir haben schwarze, wir haben weiße hier, ich glaube, die waren für dich, die sind weiß, decken auch die Pupille mit ab und die leuchten im Dunkeln. Für den nächsten Rave perfekt vorbereitet. Ach, das sind diese Halbblinden da, ne? Genau, das sind die auch im Dunkeln leuchten. Die im Dunkeln leuchten, sind eigentlich viel besser für Und Frauen, das hier ist, ne? Warte mal, das ist schwarz. Schon gut. Übrigens, weil du sagst, du trägst ja auch Normalkontaktlinsen. Die Linsen kann man natürlich auch meistens alle mit Stärke, also ja, die Funny Lens kann man auch mit Stärke bekommen, wenn man das braucht. Ja, ich bin schon relativ blind. Manchmal. So langsam geht's bergab mit mir. Ja, aber ich meine Gott. Vielen Dank, hör mal. Bin ich geil, ey. Werde ich mal gleich in Ruhe testen. Sehr geil. In einer ruhigen Minute. Ja, es geht ja gleich schon los. Wir sind ja gleich schon quasi... am Stissel auf der. Seid ihr schon auf dem Sprung auf quasi? Also raus genau. Hier aus dem Shisha-Pavillon, rauf auf die Bühne. Ganz genau, ja. Wir haben ja noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich muss mir gleich zum Beispiel meine Boxershorts anziehen.